Dieses Video ist speziell für Reitstallbetreiber, für Einstaller und auch für Pferde. Wir wollen einfach die Situation erklären, was dieses Jahr in der Ernte passiert ist. Die meisten von euch haben es ja mitbekommen, dass wir einen extrem nassen Sommer hatten. Was ist die Konsequenz daraus? Die eine ist, dass wir in Deutschland kein Brotgetreide produzieren konnten. Das geht uns Menschen an. Und jetzt kommt das, was die Tiere angeht. Wir haben jetzt bei uns speziell im Betrieb eine zweigeteilte Ernte. Wir haben einmal sehr gutes Stroh geerntet, ungefähr die Hälfte der Menge, die wir zu pressen haben. Und dann haben wir Stroh geerntet, was im dreistelligen Bereich Niederschlag abbekommen hat. 4 Wochen lang hat es hier geregnet, nicht nur bei uns, eigentlich deutschlandweit oder je nachdem sogar europaweit. Wir hatten keine Chance, wir brauchen immer so 2 Tage gutes Wetter nach einem Regenschauer, bis wir dann so einigermaßen wieder in die Ernte kommen. Die hatten wir dieses Jahr nicht. Deshalb haben wir eben dann eine andere Strohqualität produzieren müssen. Die Hälfte des Strohs ist also B-Ware. Ich drehe jetzt mal die Kamera. Wenn man jetzt den Vergleich sieht, das ist das Stroh, was wir nach dem Regen geerntet haben. Das ist das Stroh vorm Regen. Ist natürlich ein Qualitätsunterschied. Wir sehen hier reine Halme. Richtig sauberes, schönes, goldgelbes Stroh. Und hier, man sieht es schon, wenn man es rauszieht, es staubt. Die Halme sind angegriffen und es ist eben kein goldgelbes Stroh mehr. Es ist ein Gemisch aus allem. Deshalb müssen wir leider den Weg gehen, dass wir halb gutes Stroh einstreuen, was natürlich super ist für die Pferde. Das seid ihr gewohnt von den letzten Jahren. Aber die andere Hälfte ist eben nicht so gutes Stroh. Ich sage extra nicht so gutes Stroh, weil wir schon Jahre dabei hatten. Da war das Stroh pechschwarz, wirklich richtig schwarz. Da haben wir im September ernten müssen. Ich sag mal, Jahr 2014, 15, 16 waren sehr schwierige Jahre. Die letzten Jahre waren wir ziemlich verwöhnt, weil wir eher eine Dürre hatten und dementsprechend immer trockenes, goldgelbes Stroh hatten. Tja, das ist die Schwierigkeit, vor der jeder Reitstallbetreiber im Moment steht. Es gibt Leute vielleicht, die haben nur gutes Stroh ernten können, weil sie früh dran waren. Das sind aber die wenigsten. Und die meisten werden schlechtes Stroh dieses Jahr einstreuen müssen. Da geht leider kein Weg dran vorbei. Der einzige Weg ist, Alternativen zu suchen. Es gibt Strohpellets, die auch, wenn sie dunkel pelletiert wurden, nicht stauben. Leinstroh, ihr kennt die Alternativen, Waldboden. Aber wer Stroh haben möchte als Einstreu, muss sich darauf gefasst machen, dass die Qualität nicht mit der übereinstimmt, die er die letzten Jahre gewohnt war. Natürlich kann man probieren, Stroh aus dem Ausland zu bekommen, was dann eine bessere Qualität hat. Es wird dieses Jahr schwierig sein, weil es überall extrem viel geregnet hat. Es ist eher so, dass aus dem Ausland schon Anfragen kommen, ob wir noch gutes Stroh haben. Was man natürlich auch machen kann, das ist so meine Strategie, dass man vielleicht mit anderen Betrieben spricht, wo die Qualität nicht so relevant ist und vielleicht ein Tauschverhältnis findet. Das habe ich tatsächlich geschafft mit einem Bullenmester, der gesagt hat, okay, die Qualität hier ist noch annehmbar, wir können da auch was tauschen. Aber das sind eben nicht die Mengen. Und uns allen tut es schrecklich leid, dass wir nicht geschafft haben, die Premium-Qualität zu produzieren. Aber wir sind vor dem Regen schon hinter den Mähdreschern hergefahren und haben einfach Tag und Nacht gearbeitet, um wirklich beste Qualität für euch zu erzeugen. Aber wir sind nun mal nur Menschen. Wir können nur das machen, was uns Menschen möglich ist. Und mehr schaffen wir leider nicht. Das ist nun mal ein Naturprodukt. Wir sind abhängig von der Witterung, vom Wetter. Und man merkt das dieses Jahr einfach deutlich in allen Bereichen. Vorteile hatten die Pferde dieses Jahr, dass sie wenig Staub aufgenommen haben, wenn sie grasen, weil der Boden immer feucht war. Ich denke, Pferde mit Atemwegsproblemen haben dieses Jahr weniger Probleme. Andersrum, der Verdauungstrakt der Pferde hatte natürlich einiges zu tun, einiges zu bewältigen, weil ständig grünes Gras nachgekommen ist. Und das Steppentier fährt ja, eben immer fettes Gras bekommen hat. Im Boden ist der Dünger umgesetzt worden durch den ganzen Niederschlag und es hat konstant gewachsen. Wir wissen, wenn die Nachttemperaturen über 15 Grad liegen, dann wächst das Gras extrem. Und das ist bei uns hier auch der Fall. Wenn man mit Tierärzten spricht, es sind viele Koliken dieses Jahr, viele Hufrehefälle. Es ist einfach dieses Jahr ein extremes Jahr. Und ihr werdet das im Winter auch noch merken, weil eben nicht nur gutes Stroh eingestreut wird, sondern auch B-Ware Stroh. Wir können da nichts dran ändern. Es ist, wie es ist. Und damit müssen wir leben. Aber nochmal, es ist nicht das schlechteste Jahr, was wir erlebt haben. In den letzten 10, 20 Jahren
dass es mittelmäßig ist, weil wir haben nun mal sehr gute Qualität und B-Qualität. In dem Sinne, ich hoffe, euch hiermit eine kleine Erklärung gegeben zu haben, weil mich Reitstallbetreiber angesprochen haben. Die haben auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir das unseren Einsteigern vermitteln sollen. Weil das erste Stroh, was jetzt normalerweise eingestreut wird, ist das letzte Stroh, was ins Lager gefahren wird. Weil das vor allem anderen Stroh steht. Und dann kommen natürlich die Reklamationen. Aber wir können nichts dran ändern. Es ist, wie es ist. Und wir können nur probieren, die Situation gemeinsam friedlich zu meistern und einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Das ist das, was mir am Herzen lag, was ich einfach loswerden wollte für unsere Einsteller. Aber den Film können auch gerne andere Leute benutzen, beziehungsweise die Leute, die mich jetzt speziell darauf angesprochen haben. Und den Film werde ich natürlich an unsere Strohkunden schicken, weil die das gleiche Problem haben werden. Ich habe auch schon mit denen gesprochen und habe gesagt, wir können euch dieses Jahr die Hälfte gutes Stroh, die andere Hälfte eben B-Ware Stroh liefern. Ja, in dem Sinne euch allen guten Tag. Bis dann. Ciao.